Rechtliche Grundlagen und Datenschutz scheinen, gerade wenn es um das Internet geht, oft kompliziert. Dennoch ist es wichtig, sie zu kennen. Wie thematisiere ich sie in der Arbeit mit Jugendlichen? Man muss immer versuchen, diese Gesetze sehr lebensnah mitzugeben, praktisch erfahrbar zu machen, vielleicht die Jugendlichen in einem gewissen Rollenspiel einfach mal durchführen zu lassen. Ein gutes Beispiel war, mal auch Geschichten zu erzählen, wenn jemand eurer Großmutter oder euren Großvater anruft und sagt, könnten Sie mir mal bitte die Kontaktdaten und die Geburtsdaten und die Namen und die Berufe all Ihrer bekannten Freunde und Kinder geben, dann würde man wahrscheinlich denken, was ist das denn für eine unseriöse Sache? Aber letztlich muss genau das Bewusstsein geschaffen werden. Das ist genau das, was viele Smartphone-Apps tagtäglich machen, indem sie Zugriff verlangen auf Telefonbücher, auf Kontaktlisten, auf Profile, die gespeichert sind, um eben zu wissen, wer überall wie im digitalen Raum unterwegs ist und erreichbar ist. Und hier ein Bewusstsein zu schaffen, eine gewisse Awareness, was da eigentlich passiert in diesen Klicks, welche Reichweite und Tragweite das hat, das ist eigentlich so die Aufgabe, die man Jugendlichen mitgeben muss, das zu verstehen.